Ja, hallo Freunde der Spielkultur, auch auf YouTube, wieder bei unserem Frauenknast bei Prison Architect. Heute im Livestream werden wir so 2 Stunden, 20 Minuten das erstmal machen und dann werden wir uns noch anderen Themen im Multiplayer widmen. Dementsprechend, wer ja Prison Architect nicht so mag im Hitbox-Stream gerade, kann natürlich später wieder kommen, gerne, wenn wir was im Multiplayer zocken. Aber erstmal werde ich mich dem hier wieder widmen, weil es ist ja schon lange her, dass wir einen Knast gebaut hatten. Frauen duschen gerade und ich glaube, ich brauche eine weitere Dusche. Ein paar sind auch ein bisschen angepisst, dass die keine Kleidung haben. Das wird ja was mit der Arbeit zu tun haben, dass so wenig Leute wahrscheinlich in der Arbeitszeit das aufräumen. So, wir müssten den nächsten Abschnitt auch nachher mal einkaufen. Weil ich habe ja, ihr habt ja gesehen, die Zelleneingänge habe ich alle nach oben gemacht. Wir haben jetzt hier überall Metalldetektoren noch stehen. Haben wir hier in der Logistik, in der Moment im Einsatz. Da gehört noch einer hin. Eine Wache, die da arbeitet. So, teilen Sie einer Patrouille 2 bewaffnete Wachen zu. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ich muss eine Waffenkammer aufbauen. Das können wir sogar einfach in einen Bereich machen, der jetzt gerade nicht hier unten ist. Sondern lass uns das mal hier oben machen. Weil da kommen immer bewaffnete Leute rein und raus. Deshalb können wir auch ein normales Tor nehmen. Da wollten die schon wieder die Steel töten. Ja, ich muss auch für den Spitze mal eine eigene Zelle machen. Das ist aktuell echt doof mit der. Die wird nämlich ständig von den anderen Frauen misshandelt. Frauen sind da wirklich die Schlimmsten. Ach, danke Blacken übrigens fürs Subscriben. Danke. Vielen Dank für deinen Support. Schön, dass jemand, der jetzt auch schon länger dabei ist beim Gucken, sich auch entschieden hat, mich zu supporten, vor allem in der aktuellen Phase. Jeder hat ja wahrscheinlich mein Vlog-Video gesehen. Wahrscheinlich, weil an dem Tag kein anderes Video gekommen ist. Ich muss jetzt in die Vergangenheit denken, weil wenn das Video hier rauskommt, ist schon ein paar Tage weiter. Obwohl es effektiv heute erst gekommen ist. Resub. Resub. Okay, Black, du hast resubbed. Danke. Resub ist noch besser. Das bedeutet, dass dir dieser Monat besser gefallen hat als der letzte Monat. So, Waffenkammer, wo haben wir sie? Da. Wir brauchen Tische. Wir brauchen, was wichtiger ist, einen Waffenständer. Ne, stimmt gar nicht. Der Waffenständer ist gar nicht so wichtig, aber der Spind ist wichtig. Weil nach Anzahl der Spins entscheidet sich, wie viele Wachen wir rekrutieren können, Bewaffnete. Ah ne, doch. Es entscheidet sich nach den Spins und nicht nach den Waffenständern. Da reicht einer. So, ihr da raus. Gut. Und die bewaffneten Wachen kommen in Patrouillen. Dann würde ich sogar sagen, wir werden eine bewaffnete Wache direkt hier vorne machen. Und eine andere hier hin. Kohle. Zellenblock C, Häftlinge auf 100. Bei 64 wird das jetzt ein bisschen dauern. Ernährung der Häftlinge, Fertigungsanlage. Da ist die Produktion von Nummernschilder. Initiative Besserung durch Bildung. Schalten Sie Bürokratie Bildung frei. Bauen Sie einen Unterrichtsraum, bauen Sie 20 Schultische.
Erhöhen Sie die Zahl der Sicherheitskräfte, schalten Sie über die Bürokratie Panzerwesten frei, Taser frei, bauen Sie einen Überwachungsmonitor, platzieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Gefängnis. Nein, das gerade nicht. Wir kümmern uns erstmal um die Bildung. Weil Bildung ist günstiger. Wir kriegen ein bisschen Geld, dann erweitere ich hier das Bauland. Und werden das erstmal den Zaun rumziehen. Wir werden heute übrigens ein paar mehr Breaks machen, weil ich habe heute eine Blase wie ein alter Mann. Womit wir wieder beim tollen Thema sind. Ich habe heute nämlich auf der Arbeit null getrunken. Und ich weiß nicht, ob das normal ist für Menschen. Also für mich ist das normal, wenn ich überhaupt nichts trinke. Dann kommt irgendwann so diese Phase, dass man einfach nur noch pipi muss. Obwohl gar nichts in der Blase ist. Und da muss man wieder ganz viel trinken. Kam es jetzt schlimm rüber? Danke, Raldoran, für dein Subscribe. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade nicht so viel im Chat drin. Und danke der Feldwebel zum Subscriben. Vielen Dank für deinen Support. Richtig. Aber es ist so in dieser Situation bei mir, bin ich überhaupt nichts. Ich habe wirklich heute null getrunken, seitdem ich aufgestanden bin. Und sobald ich anfange zu trinken, geht's wieder. Ich habe es gut ausgedrückt. Ja, Wolf darf dann auch wieder Moderator sein. Nein, ich glaube, er hat irgendwie seine Rechte verloren. Das hat aber damit zu tun, dass die Rechte im TS falsch eingestellt sind. Wir müssen es auf jeden Fall nochmal anpassen. Niere im Arsch, gratuliere. Nein, ich glaube, dass meine Niere noch halbwegs okay ist. Ich glaube, es kommt eher davon, dass ich sehr empfindlich bin, wenn, wenn die Niere nichts zu tun hat. Oh, die wollten schon wieder die Frau töten. Der Zaun ist erweitert. Sehr schön. Dann lass uns doch mal... ob ich hier Verkäufe tätigen kann. Wahrscheinlich nicht, ich muss es abreißen. Ich werde aber auch hier mit Schleusen arbeiten. Wie wird man Sklave zum vom Prus Mod? Sklave kannst du werden. Das passiert einfach. Ich glaube, die letzte Mod-Welle habe ich losgeschlagen. Als, ja, Mods fehlten einfach. Da hatte, glaube ich, Jordel, eine neue irgendwas. Irgendwas, womit er Sex hatte. Könnte auch eine Puppe gewesen sein. Und deshalb war der selten bei Streams. Und dann kamen halt Leute dazu, die ich schon zu meinen engeren Vertrauten gezählt habe, weil ich sie schon sehr lange kenne. Und wo ich weiß, dass die halt das nicht ausnutzen und Blödsinn machen. So wird man dann letztendlich Mod hier. Ja, ich mache die extra Zelle für Schutzbedürftige. Die kommen in einen ganz eigenen Bereich dann rein. Oh mein Gott. Wenn ihr Sklaven sein wollt, tut heiraten. Da muss ich Barator sogar vielleicht ein bisschen recht geben. Obwohl eine Frau auch eine sehr große Unterstützung sein kann. Das ist so kacke. Es funktioniert eigentlich gar nicht, diesen Zellenblock hier zu durchsuchen. Weil ich ja die Zellen mit dem Tool gebaut habe. Und deshalb klappt das nicht. Mein Gott, da liegt Erbrochenes in der Zelle.
12:22. So, 12:21. Da muss ich damit rechnen, wenn wir noch mehr Zellen haben wollen. 3. So in etwa. Schön. Und die brauchen eine neue Dusche hier oben. Die Dusche hier wird langsam ein bisschen eng für alle. Ah, die Frauen können sich ein bisschen zusammenquetschen. Vor allem will ja jede Wache hier die Frauen sehen beim Duschen. Irgendwann sind die tot. Eine einzige neue Häftling. Häftlingsdame. Ab wann gibt es Proof, Tassen und Kekse? Sobald ich die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Da hapert es jetzt gerade dran, dass ich mich natürlich auch um die Vorlagen und alles kümmern muss. Und auch mit den netten Herren von dem Dienst da, von diesem Merchandising-Dienst, kommunizieren muss. Und wenn ich jeden Tag bis 17 Uhr auf der Arbeit sitze, dann nach Hause komme, dann eben was esse, mich um ein paar andere Sachen noch kümmere, dann ist das gerade schlecht. Deshalb freue ich mich, wenn ich ab dem 15. meinen letzten Arbeitstag habe, weil ich dann einfach mehr Zeit habe. Ich weiß nicht, ob es imperiale Kekse dann geben kann. Irgendwas in die Richtung. Es kommt ja auch mal drauf an, ach, ich weiß nicht, worauf es ankommt. Sonst wäre ich doch schon Millionär. Scheiße. Ich bin zu doof, das Ding zu bauen. Weg mit euch. Ach Moment, der ist falsch. So, Basiszelle. So war es dann doch mal richtig. Wasserleitung bis nach da oben. Das Planungsding kann weg. Wie breit ist der? 12. So, da kommt die nächste Dusche rein.
Vielleicht sollte ich den Leuten auch irgendwann mal eine bessere Zelle geben. Obwohl, da muss ich mal darauf achten. Es gibt ja diese Geschichte, dass Leute sich besser benehmen, kriegen dann bessere Zellen zugeteilt. Doofes Ding. Haben die das Bett in die Wand schon gebaut? Wer sich auf YouTube ein bisschen wundert, dass es immer mal so kleine Breaks gibt, es hat damit zu tun, ich gehe einfach häufig auf Klo. Vielleicht habt ihr die Klospülung gehört. Und nein, die können nicht im neuen Trakt einfach abhauen, weil wir haben ja einen Zaun. War gerade im Chat die Frage, ob die Gefangenen nicht da oben einfach abhauen können. Nein, können sie gerade nicht. So wird das nichts mit der Streamer-Karriere. Karriere. Boah. Ich habe heute auch Nacken. Der Proof ist total im Eimer. Guckt, ich habe Wärmepflaster auf dem Rücken. Weil ich kann nämlich... Warte. Ah, es geht schon ein bisschen weiter. Ich kann etwa bis hier bewegen, bis ich Schmerzen spüre. Ich bin Auslaufmodell. Grano Fink soll helfen. Nee, das ist bei mir wirklich nur, wenn ich nicht trinke. Mein Gott, was erzähle ich eigentlich für ein Blödsinn heute? Katheter wäre auch gut, oder so ein Stadionfreund. Wenn ihr das kennt. Richtig, ich bin alt. Achso, die bauen an der noch. Ah, warum ist die Markierung hier immer noch? Scheiße, habe das ganze Ding irgendwie kaputt gemacht. Hey, was geht ab? Ich überlege ganz einfach, ob ich einen Warmwasserboiler eigentlich schützen muss vor den Gefangenen. So, die arbeiten gerade. Essen wird gekocht. Können die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch gebrauchen. Wie sieht es aus beim Strom? Da sollten wir jetzt die letzten 4 Kondensatoren bauen. Ich könnte einfach einen Gartenschlauch anschließen und ihn aus dem Fenster halten. Ich weiß nicht, ob das die Lage verbessert. Ich versuche nur so viel wie möglich. Jetzt kommt Vorsicht, alle jüngeren Leute Ohren zu. Die Harnröhre auszuspülen. Bis zum morgigen Tag, weil ich muss morgen auf Network treffen. Wo mir gerade einfällt, ich muss auch noch meine Kamera laden.
Wolltest du das Wasser nicht noch umbauen? Also die Pumpe in den anderen Raum? Hm, sollte ich tun. Auch weil jemand zu mir gesagt hat, die Pumpe könnte explodieren. Ich kann das nicht aussuchen, ob eine männliche Wache oder eine weibliche Wache kommt. Proof, brauchst du einen Assistent für die Stream- und YouTube-Arbeit? Nein. Aktuell nicht. In Zukunft überlebe ich mir solche Arbeiten. Die Pete's Meat haben ja auch so irgendwelche Bimbos eingestellt. Die machen diesen Pete's Meat Wochenkanal oder was das ist. Best of Pete's Meat wird nämlich von irgendeinem Hi-Opi gemacht. Die habe ich auch schon mal kennengelernt. Angeblich gibt es hier oben keine Toilette. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Da habe ich das Spiel noch kaputt gekriegt. Ja, jetzt kannst du natürlich nicht in die Zelle reinmachen. Da ist das noch, da ist das Planungsding noch drin. Moment, ich muss einmal speichern und neu laden. Irgendwie habe ich da einen Wurm gerade drin. Geh weg. Hm, es bleibt. Unglaublich. Vielleicht geht's weg, wenn ich jetzt wirklich nochmal genau die Sachen da hinsetze, die ich auch brauche. Ich habe nicht nur einen Bug gefunden, ich habe den Bug, glaube ich, gemacht. So, keine Duschköpfe, die kommen ja jetzt. So, eine kleine Trickserei noch aus den früheren Versionen. Also Trickserei ist das nicht, aber Räume sollte man am besten immer bei den Eingängen einfach deaktivieren bzw. rausnehmen, weil dann verteilen die sich besser in die Räume rein. Tja, klappt nicht so, wie es sollte.